Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt ein neues Schwangerschaftsupdate und ich wünsche euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, wir sind aktuell in der 29. Schwangerschaftswoche. Wahnsinn, bald steht die 3 vorne. Und es ist natürlich wieder Zeit für ein Schwangerschaftsupdate. Tatsächlich ist der letzte Frauenarzttermin schon 2 Wochen her. Aber ich habe es einfach nicht vorher geschafft, dieses Video abzudrehen. Aber in der letzten Zeit, in den letzten 2 Wochen ist auch noch richtig viel passiert, sodass ich richtig viel zu erzählen habe. Und ich würde sagen, ich lege einfach los. Ich habe hier wieder meinen Mutterpass dabei. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Frauenarzttermin an und danach mit meinen Symptomen und Beschwerden. Ja, ich sage immer oder habe am Anfang der Schwangerschaft gesagt, so ab der 25. Woche wird es langsam schwierig. Da ist es Schwangersein dann nicht mehr so angenehm von den Beschwerden her. Natürlich, Schwangersein ist super schön und ich freue mich, dass ich das zweite Mal erleben darf und hoffe, dass ich das nochmal erleben darf. Aber trotzdem ist es einfach so, dass es super anstrengend ist für den Körper und man wirklich an einigen Stellen wirklich schon an seine Grenzen kommt. Aber wie gesagt, ja, vor der 25. Woche ist das Ganze wirklich, ja, noch nicht so schwierig. Aber jetzt nach der 25. Woche, da geht es schon wirklich dann richtig los. So, wie gesagt, habe ich ja immer meinen Mutterpass bei diesem Frauenarzttermin. Der war jetzt in der 27. Woche, wurde tatsächlich gar nicht so viel gemacht, außer, ganz wichtig, der Zuckertest. Der stand nämlich bei mir an. Ja, und der Zuckertest, der ist ja bekannt dafür, dass er mega ekelig ist. Und auch ich hatte echt mega Angst davor, weil ich bei meiner größeren Tochter, also meiner ersten Tochter, schon, ja, Kreislaufprobleme hatte und auch in der Praxis umgekippt bin. Da war das damals so, dass mir gesagt wurde, ich soll nicht frühstücken vor dem Zuckertest und soll bitte nüchtern kommen. Das habe ich getan und dann ist natürlich der kleine Zuckertest angeschlagen und hat direkt gesagt, ne. Also der Wert war bei 135, Grenzwert ist 134, also so schlimm war es jetzt nicht, aber die Ärztin hat gesagt, nee, wir müssen den großen Test machen. Der kleine Test, das sind nur 200 Milliliter Zuckerlösung, die du trinken musst. Und beim großen sind es 300 Milliliter. Und der große wird mit 75 Gramm Zucker gemacht und 300 Milliliter Wasser. Und beim kleinen 200 Milliliter Wasser und 50 Gramm Zucker. Echt Wahnsinn. 50 Gramm kommen in so einen kompletten Kuchen rein, da habe ich zu Felix gesagt, also echt Wahnsinn. Ja, also der Zuckertest stand an und wie gesagt, ich hatte ziemlich Angst, dass ich halt wieder umkippe, weil ich ja auch alleine war, weil mein Partner ja nicht dabei sein darf. Und ja, was soll ich sagen? Es war tatsächlich nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe und es war viel, viel besser als beim ersten Mal. Also die Zuckerlösung zu trinken war natürlich das Schlimmste überhaupt, weil mir kam es die ganze Zeit schon hoch beim Trinken und ich war froh, als ich es dann runter hatte. Danach war mir ziemlich übel und ich hatte extrem Sodbrennen, aber ich hatte keine Kreislaufprobleme oder irgendwas, nur mir war wirklich sehr, sehr übel und wie gesagt, das Sodbrennen war auch nicht gerade angenehm. Ich musste danach dann eine Stunde warten und dann wird ja Blut abgenommen. Und genau, ich habe dann eine Stunde gewartet und in der Zeit, wo ich gewartet habe, durfte ich dann zur Ärztin rein und sie hat einmal einen Ultraschall gemacht und einmal nach dem Gebärmutterhals geschaut. Und der Gebärmutterhals war sehr gut, hat sie gesagt. Sie hat mir da jetzt keine genauen Werte gesagt, aber sie sagte, der wäre gut. Und dann ja, hat sie einen kleinen Mini-Ultraschall gemacht. Also sie hat wirklich nur ganz kurz geschaut, ob das Herz schlägt und ob wie groß das Baby ist und wie schwer. Sie hat wieder gesagt, so wie bei meiner ersten Tochter auch, dass es ein sehr zartes, kleines Mäuschen ist. Es ist noch im Rahmen und es ist völlig in Ordnung, sagt sie, aber es ist schon wieder ein kleines, zierliches Mäuschen. Ja, das haben sie bei meiner ersten Tochter auch gesagt und deswegen, ja, ich bilde mir da gar nicht so viel drauf ein.
weil meine Tochter kam mit 50 cm und 3170 Gramm. Also top, top, top. Und dementsprechend, ja, auch wenn sie sagt, die Kleine ist ein bisschen kleiner als der Durchschnitt, ist es für mich, ja, nicht so schlimm. So, ich mache mir da diesmal nicht so viel Sorgen, weil bei meiner letzten oder bei meiner ersten Tochter, ja, habe ich dann angefangen, Frühchenkleidung zu kaufen, weil die Frauenärztin sagte, die wird super, super klein. Und dann am Ende, wie gesagt, kam sie perfekt. So, jetzt kommen wir aber zum Gewicht und zur Größe. Und zwar hat sie ausgerechnet 34 cm, was ich auch völlig normal finde. Und in meiner App steht es auch als normale Größe drin für diese Woche. Und wiegt knapp 864 Gramm. Das ist natürlich alles auch nur Schätzwerte. Also, ja, es können auch 800 Gramm sein, es können auch 900 Gramm sein. Aber so ungefähr 864 Gramm hat sie gesagt. Genau, also top entwickelt und alles supi. Nur halt, wie gesagt, einfach ein bisschen zierlich, sagt sie. Aber das hatten wir ja von Anfang an schon. Ob es immer noch ein Mädchen ist, haben wir tatsächlich gar nicht geschaut. Das ist mir erst im Nachhinein eingefallen, als ich wieder im Auto saß. Ich dachte, oh, wir haben gar nicht geschaut, ob es immer noch ein Mädchen ist. Aber am Anfang hat sie mir aber gesagt, huch, da habe ich wohl einen Fehler gemacht, weil die andere Ärztin, bei der ich das letzte Mal war, hat in meine Akte geschrieben, dass es eben ein Mädchen sei und kein Junge. Und das Bild hat sie auch dabei gehängt sozusagen. Und da meinte jetzt meine Frauenärztin beim letzten Mal, dass ja, es ihr leid tut, dass es nun doch ein Mädchen ist. Und dass es ja nun doch ziemlich eindeutig ist, also dass man da nichts mehr machen kann. Aber wir haben, wie gesagt, nicht nochmal nachgeschaut. Ich bin gespannt, ob das jetzt, ja, immer noch ein Mädchen ist. Also wir haben uns da jetzt so drauf eingestellt. Aber irgendwie kann ich schon gar nichts mehr glauben. Und ich bin sehr gespannt, was bei der Geburt dabei rauskommt. Also, ja, es ist zwar jetzt alles rosa, aber meine Güte, wir sind einfach gespannt, was es dann nachher ist. Ja, das war also mit dem Frauenarzttermin. Danach wurde mir eben dann noch Blut abgenommen und Zuckerwert lag bei, oh Gott, ich schau mal schnell in mein Häppchen, ich habe das gar nicht mehr auf dem Zettel, aber ich glaube unter 100 war er dieses Mal. Also wie gesagt, Grenzwert 135 und diesmal war er bei 106, genau. 106. Okay, ich dachte unter 100, aber nee, alles top. Also da muss kein großer Test gemacht werden, der kleine reicht völlig aus. Und genau. Dann hat sie hier noch dieses Gravidogramm. Gravidogramm, genau. Hat sie hier noch was eingetragen. Vom letzten Termin. Und zwar 26 plus 4 war das. Und das Baby lag in Beckenendlage. Also mit dem Popo unten. Herztöne waren da, Kindsbewegungen waren da. Alles super. Mein Gewicht, das interessiert vielleicht auch mal einige. Auf Instagram habe ich das schon gesagt, aber vielleicht interessiert euch das auch hier auch nochmal, wie viel ich jetzt zugenommen habe. Und zwar wiege ich jetzt 52 Kilo und gestartet sind wir mit 45 Kilo, genau. Also, ja, wir haben schon 7 Kilo zugenommen. Hier sehe ich gerade, dass ich wurde erst zweimal gewogen in dieser Schwangerschaft. Hier sehe ich gerade, dass bei 15 plus 4 habe ich 46,5 gewogen. Also genau, von da bis jetzt in 10 Wochen ganz schön viel passiert. Und ich habe extrem Hüftspeck angesammelt. Das hatte ich bei meiner ersten Schwangerschaft aber auch. Aber ich habe richtig an der Hüfte richtig zugelegt. Das sieht man auch im Spiegel. Also ich habe voll die breite Hüfte bekommen. Ja. Und sonst hat sie eigentlich gar nichts eingetragen, außer das Eisenwert und alles, Eisenwert, dazu kommen wir auch gleich. Eiweißwert und sowas ist alles in Ordnung. Genau. Vaginale Untersuchung kann ich hier leider nicht lesen, was das heißt. PTT4. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Genau, und dann hat sie einfach nur noch aufgeschrieben, dass ich L-Tyrox nehme, und zwar 50, weil, genau, ich habe ja die Schilddrüsenunterfunktion und das wurde ja erhöht von 25 auf 50. Und, ja, was hier sonst noch steht, das sind alles ärztliche Begriffe, ich habe keine Ahnung. Genau, und sonst steht hier gar nichts drin. Ich sehe gerade hier, dass das
Nächster Ultraschall wird hier der große dritte Ultraschall. Das habe ich heute auch in meiner App gelesen. Den haben wir aber erst in 2 Wochen. Genau, da haben wir den nächsten Termin. Und sonst genau steht nichts drin. Alles supi-dupi. Und bei Frauen, also wie gesagt, auch alles in Ordnung. Zuckertest also auch top. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass ich da... also ich habe keine Schwangerschaftsdiabetes. So, und dann kommen wir zu meinen Beschwerden. Im Moment macht mich das Baby einfach super platt. Also ich war jetzt eine Woche fast richtig kaputt und habe fast nur auf dem Sofa gelegen und mich jedes Mal nur hochgequält, um überhaupt den Haushalt zu machen und sowas. Und am liebsten hätte ich den ganzen Tag geschlafen. Also mir ging es wirklich richtig schlecht. Also mir ging es nicht schlecht, mir ging es einfach richtig... Ich war richtig müde, ich war richtig kaputt. Ich habe mich ausgelaugt gefühlt. Jetzt hätte ich tagelang nicht geschlafen. Und ja, das ist jetzt zum Glück seit 2 Tagen vorbei. Ich fühle mich schon besser. Und ich bin auch wieder richtig fleißig. Und ja, ich glaube, da hat das Baby einfach nochmal einen richtigen Wachstumsschub gehabt und hat mir einfach dann ein paar Tage ein bisschen was geraubt von meiner Kraft. Ja, sonst, was kann ich noch sagen? Ich habe immer noch extrem mit meiner Nase zu kämpfen und ich habe auch noch extrem Nasenbluten. Also ich habe einen Tag jetzt gehabt letzte Woche, da habe ich den ganzen Tag Nasenbluten gehabt, bin nur noch mit dem Taschentuch so an der Nase rumgelaufen. Das ist wirklich auch nicht so schön und vor allem brennt die Nase richtig von innen, weil das alles so gereizt ist. Aber das hatte ich ja schon die ganze Schwangerschaft über und ich denke, das wird mich auch nicht loslassen bis zur Geburt. Das hatte meine Schwester ja wie gesagt auch. Ja, dann habe ich beim Frauenarzt übrigens auch angesprochen, dass ich so Symphysenschmerzen habe. Und zwar merke ich immer... beim Aufstehen, beim lange Laufen, beim lange Stehen vor allem, dass ich extrem Symphysenschmerzen habe, dass ich so einen richtigen Druck nach unten habe, als würde jemand so von unten an meinen Schamlippen ziehen. Das ist sehr unangenehm und die Frauenärztin hat mir den Beckengurt aber noch nicht empfohlen. Sie sagt, den Beckengurt, ja, den soll man wirklich nur nehmen, wenn man das nicht mehr aushält. Und das ist bei mir einfach noch nicht der Fall. Und sie sagt, davor ist es einfach eher schwerlich mit dem Beckengurt, anstatt dass es eine Erleichterung verschafft. Und genau deswegen hab ich mich dagegen entschieden. Und es ist ja auch nicht dauerhaft. Und ab und zu ist es in Ordnung. Und das kenne ich ja schon von meiner ersten Schwangerschaft. Und ich weiß ja ganz genau, dass es dann später wieder weg ist. Ja, mit meiner Hüfte habe ich auch allgemein zu kämpfen. Also ich glaube, dass der Abstand von den 2 Schwangerschaften für meinen Körper zu kurz war. Und mein Körper einfach noch von der ersten Schwangerschaft sehr ausgelastet ist. Und ja, also es fühlt sich einfach ganz komisch an diesmal. Ich habe sehr früh diese Symphysenschmerzen bekommen. Ich habe sehr früh... allgemein Hüftschmerzen bekommen. Ich habe sehr früh diesen Druck nach unten gehabt, dass ich wirklich dachte, das Kind fällt raus. Und also es fühlt sich einfach sehr locker an da unten alles. Und auch, ja, vom Beckenboden her, das ist alles, obwohl ich Rückbildung gemacht habe, aber das fühlt sich alles wirklich sehr, sehr locker und weich an. Und ich habe immer ganz oft Angst und Schmerzen, dass das Kind da unten rausfällt. Ja, und was mir gestern aufgefallen ist, oder was ich gestern ganz doll hatte, ich habe ja schon seit einigen Tagen Wassereinlagerungen, was ich merke, und zwar in den Armen habe ich das wieder. Und das hatte ich bei meiner ersten Schwangerschaft auch. In den Fingern tatsächlich gar nicht. Also ab und zu abends hier so in der Hand, aber die Finger so an sich noch nicht. Das hatte ich aber auch bei meiner ersten Tochter nicht, sondern immer nur in den Armen und in den Beinen. Und ja, gestern war ich den ganzen Tag unterwegs und dann waren wir abends noch bei Oma und Opa und da saßen wir ziemlich lange am Esstisch und haben gequatscht. Und dann bin ich aufgestanden und dachte, hu, was ist das denn? Weil meine Füße waren so voller Wasser, dass meine Schuhe nicht mehr gepasst haben und dass ich gelaufen bin wie auf einem Wasserbett. Also das war so
verrückt und es hat so wehgetan, dass ich echt dachte, boah, ich muss mich jetzt hinsetzen. Ich habe mich dann nur noch schnell zur Toilette gequält und dann sind wir auch los und ich saß da im Auto und dachte, boah, ich hoffe, das ist gleich vorbei. Und als ich dann meine Kleine ins Bett gebracht habe, die Große, lag ich da auch nur neben ihr und habe einfach nur gedacht, oh bitte schlaf schnell ein, ich muss mich einfach anders hinlegen. Und ja, ich hatte einfach so zu kämpfen mit diesen Wassereinlagerungen in den Beinen und in den Füßen und hatte dann gleichzeitig noch richtig Unterleibsschmerzen. Also gestern war wirklich ein richtig Horrortag. Heute ist wieder alles perfekt, das Wasser ist wieder weg und soweit geht es mir auch ganz gut, außer einfach ein paar Unterleibsschmerzen, aber sonst alles wieder gut. Aber ja, gestern da dachte ich echt, boah, krass, es fühlt sich an wie im 10. Monat. Ja, aber wie gesagt, heute wieder alles gut. Wassereinlagerungen, wie gesagt, kommen langsam und immer abends, wenn man dann viel gemacht hat an dem Tag, ne, wenn man viel unterwegs war, viel auf den Beinen war, viel gesessen hat anscheinend, dann ja, bekommt man die Quittung dafür. Ja, Kindsbewegungen spüre ich gerade übrigens auch, wenn ich von der Maus hier anscheinend spreche. Sie ist super aktiv. Also ich habe das Gefühl, sie schläft gar nicht mehr. Aber das soll wohl für diese Woche auch normal sein. Die Kleinen haben jetzt die Kraft, um richtig viel zu boxen. Die haben noch den Platz, um sich zu drehen und zu wenden. Und ja, bald wird es aber nicht mehr so sein. Bald hat sie keinen Platz mehr und dann wird das ein bisschen weniger. Ich genieße es total. Ich finde es super schön. Lia findet es super schön. Also meine erste Tochter, sie hält auch immer die Hand drauf und erschreckt sich dann immer, wenn sie geboxt wird. Allgemein, wenn man eine Hand oder irgendwas auf den Bauch legt, dann meckert die Kleine immer. Also dann ist sie immer am Strampeln, dagegen strampeln. Und was wir auch gemerkt haben, also was ich gemerkt habe und die Frauenärztin mir auch noch gesagt hat, dass die Kleine sehr sensibel ist, weil sie weder den Ultraschall mag, noch, ja, wenn es zu laut ist. Also sie ist wirklich sehr, sehr sensibel und sehr schreckhaft, denn ich habe euch noch gar nicht die Ultraschallbilder gezeigt, das kann ich jetzt auch gleich nochmal machen. Aber wir haben schon wieder kein schönes Foto bekommen, weil die Kleine sich immer beim Ultraschall in meine Hüfte bohrt. Also mit dem Kopf immer so in die Hüfte, sodass die Frauenärztin da nichts mehr rankommt. Also das Gesicht haben wir nur ganz, ganz kurz gesehen. Einmal die Lippen und die Nase, da haben wir auch ein Foto von, das zeige ich euch gleich. Aber die Kleine versteckt sich einfach immer in der rechten Hüfte bei mir mit dem Kopf. Und deswegen haben wir auch nur ein oder zwei kleine Fotos bekommen. Ich zeige euch das einmal. Einmal hier, seht ihr. Hier ist die Nase. Und hier sind die Lippen, die beiden. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber genau, also hier hinten im Schwarzen wären dann sozusagen die Augen. Da haben wir einmal so die Lippen bekommen. Und dann hat sie einen 3D-Ultraschall versucht. Und ja, da sind leider nur die Hände bei rausgekommen. Also hier seht ihr den einen Arm. So hier langlaufen und hier hinten eben den zweiten Arm. Genau, wir wollten halt noch einen 3D-Ultraschall probieren. Aber wie gesagt, die Kleine hat einfach absolut nicht mitgemacht. Wenn die kleine Maus das einfach nicht mag, dann mag sie es einfach nicht. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Es dauert nicht mehr lange, dann darf ich sie kennenlernen. Dann kann ich sie auch sehen und den ganzen Tag bestaunen und an ihr riechen. Genau, also sie ist sehr sensibel, auch wenn es etwas lauter ist. Wenn Lia zum Beispiel mal ein bisschen rumzickt, dann ist die Kleine auch immer direkt wach. Und ich merke einfach, dass sie anders ist als Lia. Also das merkt man einfach, also ich habe da irgendwie so ein Gefühl, dass sie einfach ein bisschen sensibler ist als meine erste Tochter. Aber das werden wir alles nach der Geburt sehen. Vielleicht ist sie dann auch noch viel flippiger als Lia, ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. So, und dann, was kann ich dann noch sagen? Ich blende euch auf jeden Fall auch noch hier ein Video von meinem Bauch ein. Dann könnt ihr schauen, wie der Bauch gerade aussieht. Wir haben einen Umfang von, oder ich habe jetzt einen Umfang von 83 cm. Also der Bauch ist schon ordentlich gewachsen. Bei meiner ersten Tochter hatte ich einen Umfang bei der Geburt, ich glaube von 94 oder 96, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Da kommt auf jeden Fall dann noch einiges, denke ich mal. Was ich auch gesehen habe jetzt, das ist ein schwieriges Thema für mich. Viele verstehen es vielleicht nicht, aber ich habe die ersten Dehnungsstreifen gefunden. Bei meiner ersten Tochter bin ich fast streifenlos davon gekommen. Ich habe nur am Bauchnabel einen großen Riss gehabt und oder habe den immer noch, der geht ja nicht weg. Und jetzt habe ich gesehen, dass ich an der Hüfte, am Po-Schi ein paar Risse bekommen habe und auch schon am Bauch ein paar. Aber die sind wirklich so minimal, dass man die nur sieht, wenn man mit der Taschenlampe drauf leuchtet. Also die sieht man so nicht, wenn ich jetzt so beim Tageslicht nackig bin, sieht man sie nicht. Sondern es ist einfach nur, wenn man mit der Taschenlampe ganz genau schaut und wenn man rüber fässt. Also man merkt halt, dass da ja so ein Riss ist sozusagen. Für mich ist das Thema schwierig und mich macht es traurig, einfach weil, ja, das ist einfach etwas Persönliches von mir und das hat einfach viel mit mir als Person zu tun, dass mich das so angreift. Klar, Dehnungsstreifen, das ist meine Güte, wir Frauen tragen ein Kind in uns und bringen das auf die Welt und 10 Monate ist das da bei uns drinne und wächst und wächst und danach ist der Körper wieder fast wie vorher. Also das kommt natürlich immer darauf an, aber bei mir war es wie vorher. Dann sollte man auch auf diese paar Dehnungsstreifen scheißen, sage ich jetzt mal. Aber für mich ist es trotzdem ein schwieriges Thema. Aber wir schauen mal, wie sich das dann entwickelt. Also mein Partner sagt auch, wir zählen die Streifen am Ende und jetzt nicht, während du noch hier noch 10 Wochen vor dir hast, sondern genau, wir schauen dann einfach, wie das am Ende aussieht. Und im Endeffekt kann man da auch nichts gegen machen. Ich bin fleißig am Eincremen. Das hat bei meiner ersten Schwangerschaft anscheinend gut geholfen. Vielleicht habe ich auch einfach ein gutes Bindegewebe. Ich weiß es nicht. Liegt in meiner Familie eigentlich nicht so, sondern alle Schwangeren sind gerissen bei uns. Aber ja, also ich bin gespannt, was danach kommt. Und ich denke, wenn das Baby da ist, ist mir das auch völlig egal. Das war mir bei meiner ersten Tochter auch egal, denn ich habe den Dehnungsstreifen am Bauchnabel, der wirklich sehr, sehr groß ist, erst nach der Geburt gesehen und habe mir da nie die Platte drüber gemacht. Also es war mir völlig egal und jetzt ist mir das auch völlig egal, obwohl der schon wirklich recht groß ist. Aber wie gesagt, ich wollte es nur kurz ansprechen, dass ich eben schon ein paar entdeckt habe. Ja, Schwangerschaftsgelüste habe ich tatsächlich auch ein paar. Ich stehe im Moment total auf Popcorn, gesüßtes Popcorn und Fruchtzwerge, alles an Obst. Also ich esse im Moment über 1 Kilo Nektarinen die Woche. Ich bin einfach, ja, also ich habe schon echt viele Gelüste und total auf Süßes. Also sehr wenig auf Salziges und Deftiges, eher so auf Süßes. Milchschnitten habe ich jetzt auch wieder ganz viele gegessen. Das ist eigentlich immer gar nicht so mein Ding. Also ich esse nicht so gern Milchschnitten. Aber jetzt, ja, letzte Woche habe ich davon, glaube ich, 5 Stück verdrückt. Also ein paar Gelüste sind da. Ihr könnt ja mal eure Gelüste in die Kommentare schreiben. Finde ich sehr interessant, weil das meiste ist ja so, wenn man an eine Schwangerschaft denkt, sind so saure Gurken und sowas. Aber das ist bei mir gar nicht der Fall. Also ich bin da eher so auf süßes Popcorn und ein bisschen süßes Obst und sowas. Ja, und dann kann ich euch auch erzählen, dass wir einen Namen für unser Baby haben. Und zwar, ja, heißt sie, das sage ich natürlich nicht, aber sie hat einen Namen. genau, wir sind super glücklich mit dem Namen. Wir nennen sie auch schon beim Namen und wenn wir über sie reden, sagen wir auch nicht mehr das Baby, sondern sagen schon ihren Namen. Und ja, wir sind, wie gesagt, beide total glücklich. Lia spricht das Baby auch schon mit dem Namen an. Und wir haben den auch schon in der engen Familie auch schon gesagt. Und wir haben auch tatsächlich keine negativen Kommentare bekommen. Also, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, weiß ich nicht. Vielleicht haben die meisten sich auch einfach nicht getraut. Aber ich finde, es gehört sich auch nicht, da irgendwas zu sagen. Das muss man mal da kurz da so zusagen, weil es ist einfach eine Entscheidung von Mama und Papa oder nur der Mama, wenn man alleinerziehend ist, weiß ich nicht. Ich kenne die Situation nicht, aber bei uns ist einfach die Entscheidung zwischen Mama und Papa und da hat kein anderer mitzureden und vor allem hat man da nicht zu urteilen drüber. Das ist nämlich auch der Grund, weshalb wir ihn noch nicht verraten haben.
Das ist nicht, weil der Name besonders schrecklich ist oder weil wir nicht glücklich sind damit, sondern einfach, weil ich Angst habe vor euren Reaktionen. Denn ja, auf die Videos, Namen, die es nicht geworden sind, gab es ziemlich viele negative Reaktionen. Und genau, das möchte ich mir ersparen, beziehungsweise fühlt es sich für mich jetzt einfach noch nicht richtig an. Und deswegen warten wir vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht werdet ihr den auch in ein paar Tagen erfahren, ich weiß es nicht. Aber im Moment höre ich auf mein Gefühl, das hat mich bis jetzt nie im Stich gelassen. Und genau, deswegen sagen wir noch nicht, aber... ja, die kleine Maus hat einen Namen. Ja, und dann Thema Babyausstattung vielleicht noch ganz kurz und Thema Krankenhaus wollte ich noch einmal ansprechen. Erstausstattung haben wir soweit alles. Also die Kleine kann eigentlich kommen, wenn sie jetzt heute kommt, wäre eigentlich alles da, außer das Kinderzimmer, aber das ist ja noch nicht so schlimm. Das Beistellbett haben wir, wir haben einen Kinderwagen, der ist zwar noch auf dem Postweg, beziehungsweise... ja, wird er noch gebaut, glaube ich. Also er hat noch eine relativ lange Lieferzeit. Und ja, auf die Babyschale warten wir noch, stimmt. Aber sonst haben wir eigentlich alles. Also die Kleine könnte eigentlich kommen. Sie würde jetzt, ihr würde es an nichts fehlen, sagen wir es so. Ja, und dann Thema Krankenhaus. Da habe ich ja schon mal angerufen, das habe ich auf Instagram schon erwähnt. Genau, weil ich einen Termin zur Geburtsanmeldung machen wollte, aber sie hat mich weggeschickt. Sie hat gesagt, dass ich noch ein bisschen früh dran bin, beziehungsweise wegen Corona bin ich ein bisschen früh dran. Vorher wäre es in Ordnung gewesen, weil ich das von meiner Tochter eben noch wusste aus dem Krankenhaus, dass man sich eben so 25, 26. Woche um den Termin kümmern soll, damit der Termin dann um die 30. Woche stattfindet. So, jetzt hat sie mir gesagt, ich soll mich Ende Mai nochmal melden. Ich werde mich jetzt einfach um die 30. Woche melden und dann wird sie den Termin wahrscheinlich mit mir machen. Also sie wird dann einen Termin machen und dann, ja, an dem Termin wird dann alles besprochen. Geburtsanmeldung kann ich ja noch kurz anschneiden für alle, die das nicht wissen. Da wird einfach alles von dir aufgenommen, also deine ganzen Daten, Name, Geburtsdatum. Dann, was möchtest du bei der Geburt? Also möchtest du eine Wassergeburt? Möchtest du eine oder kommt eine PDA für dich in Frage? Dann musst du vorher noch was ausfüllen. Kommt das Stillen für dich in Frage, damit die auch direkt wissen, okay, möchte die Mama stillen, wenn das Kind da ist? Oder soll man direkt schon eine Flasche vorbereiten? All sowas wird da gefragt. Und das ist natürlich dann wichtig, damit wenn du kommst, wenn das Kind kommt und du kommst ins Krankenhaus, dass sie dann einfach alles über dich wissen, wenn sie deine Akte in der Hand haben. Und das war ein sehr schönes Gefühl, als ich mit meiner ersten Tochter zur Entbindung kam, weil sie einfach alles wussten. Also ich musste gar nichts mehr sagen. Ich musste nicht... irgendwelche Fragen beantworten, sondern sie wussten einfach alles und haben das gemacht, was ich wollte, sozusagen. Den Termin, wie gesagt, mache ich jetzt um die 30. Woche. Das ist ungefähr Ende Mai. Schauen wir mal, was dabei rumkommt, wann der Termin stattfindet. Und was dann ja auch noch ansteht, jetzt in 3 Wochen werde ich mich an die Kliniktasche machen. Das habe ich bei meiner ersten Tochter auch so gemacht und... sie war leider nie ganz fertig und uns hat sehr viel gefehlt. Und ja, ich hoffe, dass ich das diesmal besser hinbekomme. Aber da werde ich euch auf jeden Fall auch noch mitnehmen dann. Und ja, sonst steht eigentlich gar nicht mehr viel an, außer bei uns noch das gemeinsame Sorgerecht. Das wollten wir gern auch nochmal machen. So, meine Lieben, und das war's jetzt wirklich. Ich habe euch wirklich wieder sehr, sehr lange vollgelabert. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!